Hallo, es geht los. Wir müssen jetzt erstmal Maschen aufnehmen. Ich habe mich für die große Version entschieden. Das heißt, ich werde jetzt 125 rechte Maschen aufnehmen. Wer lieber die kleinere Version stricken möchte, wird jetzt an dieser Stelle nur 63 rechte Maschen aufnehmen. Der Schal wird bei mir 18 Inches breit ungefähr, das sind ungefähr 45 Zentimeter. Das heißt, ich nehme jetzt mein Garn und gucke jetzt, dass ich so 3,5 mal 45 Zentimeter abmesse. Also wenn das hier ungefähr 45 Zentimeter sind, dann 3,5 mal 2, 3 und hier ungefähr nochmal die Hälfte. So. Also das hier ist mein Arbeitsgarn sozusagen. Und jetzt mache ich genau an dieser Stelle eine Schlaufe. So, dann nehme ich meine Nadel und zack, kommt meine Schlaufe auf die Nadel. Ich ziehe das jetzt hier vorsichtig fest und habe meine erste Masche auf der Nadel. Das vordere Garn hier jetzt an dieser Stelle ist das kurze und das hier, das hintere, was jetzt hier so runterhängt, ist das, was am Knäuel hängt. So, jetzt nehmen wir Zeigefinger und Daumen, ziehen das beides so auseinander. Dann nehmen wir die drei übrig gebliebenen Finger und fassen das so zusammen. Das jetzt hier haben wir unsere erste Masche. Und auf dem Daumen und auf dem Zeigefinger unser Garn gespannt. Jetzt nehmen wir die Stricknadel, gehen hier zu unserem Daumen runter und gehen an unserem Daumen hoch und werden dann zwischen das Garn kommen. Dann gehen wir rüber zum Zeigefinger, streichen am Zeigefinger runter, dass wir zwischen die beiden Garne kommen, gehen in die Mitte. Und jetzt müssen wir nur noch hier am Daumen, ist ja wie so eine Schlaufe. Da gehen wir jetzt einmal durch. Dann können wir den Daumen loslassen und benutzen den Daumen, um die Masche vorsichtig festzuspannen. Jetzt haben wir schon zwei. Nochmal ganz langsam. Also, wir nehmen Daumen und Zeigefinger, gehen hier zwischen die beiden Garne und fassen sie unten mit den drei anderen Fingern zusammen. Nehmen jetzt die Stricknadel, gehen jetzt hier an Daumen hoch zwischen die beiden Garne, dann gehen wir rüber zum Zeigefinger, streichen am Zeigefinger runter zwischen die beiden Garne, sind jetzt hier in der Mitte und jetzt ziehen wir vorsichtig die Nadel hier zwischen den beiden Garnen, die am Daumen sind, durch. Können den Daumen dann rausziehen und den Daumen benutzen, um vorsichtig die Masche festzuziehen. Ihr werdet sehen, je häufiger ihr das macht, desto schneller werdet ihr werden. Also Zeigefinger und Daumen hier zwischen die beiden Garne. Die drei anderen Finger ziehen das schön zusammen. Und jetzt am Daumen hier hoch zwischen die beiden Garne rüber zum Zeigefinger, am Zeigefinger entlang runter in die Mitte gehen. Und dann, das finde ich ist das Schwierigste, mit der Nadel hier beim Daumen zwischen die beiden Garne durch, den Daumen jetzt hier aus der Schlaufe ziehen und dann gerade den Daumen benutzen, um das jetzt hier festzuziehen. Ich zeige das jetzt mal ein bisschen schneller. Also einmal, zweimal, dreimal, viermal und festziehen. Am Daumen hoch zwischen die beiden Garne, rüber zum Zeigefinger, runterstreichen, einmal hier durch und festziehen. So. Jetzt haben wir hier schon 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wenn ihr festzieht, ja, macht es nicht zu doll, weil wir müssen ja jetzt hier dann gleich die erste Reihe stricken. Und wenn das zu festgezogen ist, dann wird das sehr unbequem und unschön werden. Also nochmal. 1, 2,
3 und 4. So, jeder kann jetzt seine 125 Maschen oder 63 Maschen mal auf die Nadel nehmen. Wir werden gleich, wenn wir das gemacht haben, schon die zweite Farbe hinzufügen müssen. Das heißt, legt euch schon mal die Farbe B bereit und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir mit der ersten Reihe beginnen und dann müssen wir schon mit Farbe B arbeiten und das zeige ich euch dann. Dann lasst die Nadel glühen und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich!